Oder ich muss halt wirklich mal nachgucken, wie es weitergeht. Wenn es gar nicht anders geht. Ach so, da war das grüne Schloss, deswegen kam ich da nicht rein. Was mache ich jetzt bloß? Wenn ich das Ding jetzt kaputt gemacht habe. Oder ist das, weil der Strom ausgefallen ist? Das kann auch gut sein. Vielleicht kann ich das damit sogar noch besser steuern? Nee, das bringt mir nichts. Weil ich meinte, wenn ich den Strom unten ausmache, wenn ich sehe, dass der oben an der Stelle ist. Nein, ich war fast da. Alles wirklich sehr unbefriedigend. Da komme ich ja auch nicht weiter. Oder muss ich den vielleicht anschalten? Mit dem oben. Gott, ich finde doch niemals raus, welcher das da ist. Muss ich das dann vielleicht beleuchten? Und wo bitte ist jetzt schon wieder mein Magnet hin? Dieses Spiel macht mich fertig. Und da schmeiße ich den Schirm weg, weil ich wieder die falsche Taste drücke. Erstaunlich, wie gut sich, naja, eine Steuerung einprägt, die man eigentlich in jedem Spiel immer extra umstellt, damit man sie wieder nutzen kann. Auch wenn heutige Spiele schon längst andere Steuerungen benutzen. Und mich sich dann wundert, dass man sich einfach nicht umgewöhnen kann. Das ist jetzt echt dieser Raum mit den Hebeln, der jetzt mir das versaut. Also immerhin fährt das Ding jetzt wieder. Warte mal, vielleicht kann ich auch die Sekunden abzählen, wie lange der da hoch braucht. Fährt der jetzt nur rückwärts oder vorwärts, ist die Frage. Eigentlich sollte er doch vorwärts fahren. Fährt rückwärts. Ich könnte den jetzt vorwärts stellen. Wäre vielleicht besser, als das rückwärts abzuzählen. Egal, jetzt mache ich es rückwärts. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. 7 Sekunden müsste reichen.
schon ein Brett daran gemacht. Und der wird immer schneller. Er trainiert ja viel. Auch durch die ständigen Gefangennahme hier von mir. Ah, wirklich pünktlich an der Straße? Stopp. So macht das doch keinen Spaß. Hä, hätte ich den nicht aufgemacht extra? So, jetzt muss ich aufpassen, von welcher Seite der kommt. Von da. Der fährt aber auch direkt durch. Hoffentlich kann ich den überhaupt noch anhalten. Ich überlege gerade, ich habe glaube ich falsch gezählt. Ich hätte ja durchrechnen müssen, wie lange der braucht von hier nach durch, bis er wieder da ankommt. Ach, verdammt. Warte mal, wie lange braucht er jetzt zur Station? Da muss ich ja bloß abziehen. Egal, ich gucke mal, wo er bleibt. Ah, jetzt habe ich schon fast einmal komplett gewartet. Der rauscht echt durch. Das gibt's doch nicht. Wieso hält er jetzt nicht mehr an? Mir herzlich wenig, ich muss das abzählen. Ich habe sogar fast getroffen. Fast getroffen. Obwohl ich mich immer noch frage, ob es letztendlich überhaupt mich weiterbringt, weil ich muss da ja auch erstmal raufkommen. Ja, Huber, du hast mich wieder gesehen, ich weiß. Boah. Der fällt echt komplett durch. So, dann zählen wir nochmal. Sobald er da durchgeht, bis er dann wieder oben ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn ungefähr. 18 Sekunden müsste eigentlich schon reichen. Ich habe schon wieder irgendwas an der Steuerung gemacht, die ist schon wieder... das schon wieder? Ich laufe schräg. Ja, dann gehen wir wieder mal nach oben.
bloß nicht wieder überfahren lassen. Ich werde das nie so genau hin, aber mal gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Gucken wir doch mal. Ich hätte vielleicht wirklich eine Stoppuhr nehmen sollen, die ist genauer, als wenn ich das einfach nur so zähle. Oh, das hätte sogar fast gereicht. Könnte jetzt aber eigentlich auch reingehen? Nee. Geht ja nur, wenn sie läuft. Also kurz nochmal ansetzen und gleich wieder stoppen. Schauen wir mal, dass das reicht. Nicht? Die jetzt überhaupt ein Stück weiter gefahren? Oh nein, ich habe ja den Schirm weggeschmissen. Nachgucken. Ich hoffe, ich finde meinen Schirm überhaupt wieder. Ist aber nicht wirklich weitergefahren. Ich bin da zu schnell. Das dürfte schon reichen. Nur die Frage, hilft mir es denn überhaupt? Ich habe da, glaube ich, hier schon probiert drauf bekommen. Nee. Ach Mann. Da ist mein Schirm. Na nun, wo geht denn unser Herr Nachbar hier hin? Geht der ganz woanders hin? Kann ich auch noch mal gießen. So. Der Zug steht jetzt da. Müsste da noch stehen, wo er stand. Frage ist nur, was hilft mir's? Wie komme ich jetzt auf den Zug selber drauf? Weiter. Und ich glaube, ich muss auch nochmal den Raum mit den Schaltern. So, den Raum mit den Schaltern.
war doch, glaube ich, der, wo die hinter den Bäumen. Ich doch eigentlich mit dran vorbeikommen. Hier müsste der gewesen sein. Nee, der war hier doch auch nicht. Ach, verdammt, ich weiß. Das stimmt, der war da, wo wir die Sequenz ausgelöst hatten. Und der Raum war wiederum... Warte mal, da ist auch noch ein Raum. Wo wir aber schon drinne waren. Ich bin gleich im richtigen Raum, aber es wird die Frage sein, ob der Strom wieder an ist. Nein, ist er nicht. Hat mir selbst ausgemacht. Hubert, kannst du bitte meinen Strom wieder anmachen? Das war ein Versehen. Und das Tor ist aber auch wieder zu. Ist das Bild da runtergeklappt? Und seit wann und warum? Hä? Okay. Das muss ich untersuchen. Hier, isst kein Gemüse. Nicht getroffen. Okay, der ist außen. Müsste ich ja hier eigentlich jetzt sicher sein können. Oh Mann, ich will wissen, was dahinter ist. Wer ist hier? Hubert? Das ist echt aufgegangen. Aber wann und warum? Vielleicht durch die Hebel oben schon? Der ist unter mir, oder? Ah, das ist der Raum mit den... mit den vielen Türen, wo ich immer nicht reinkam. Was ist das? Oh Gott, alles aufmachen. Dass ich immer schön lang gehen kann. Cool, endlich sind wir mal wieder ein Stück weiter. Das Tor ist schon offen. Mal kurz hinhocken, vielleicht verlässt er mich dann wieder. Ich glaube, das ist Wunschdenken. Uber, bleib weg, bitte. Ich muss untersuchen. Ich glaube, das sollte reichen. Was ist das? Ein Riesenhorn? Mit einem roten Schlüssel.
Roter Schlüssel, was ist das nun wieder? Was auch immer das macht. Okay, hier ist aber jetzt noch zu. Und warum kann ich das nicht aufmachen? Da muss ich dafür das aufmachen und das wiederum. Hä? Was haben sie sich denn hier nur wieder gedacht? Oh, noch ein Fernglas. Vielleicht kann ich den Knopf da abwerfen. Da liegt so schön viel Zeug rum. Es wirkt jedenfalls komisch, dass da genau ein Loch im Gitter ist. Wo ich eventuell... Das geklappt. Da kann ich den Stuhl abwerfen vielleicht. Hä? Wieso kann ich das nicht aufnehmen? Bin ich noch... Nee. Nee, ein Wecker ist eigentlich eine schlechte Idee. Weil wenn der klingelt, bin ich... am Arsch. Okay, was haben wir hier noch? Ein Raum mehr? Endlich! Moment, das ist eine Brechstange, oder? Die glüht aber. Und die kriege ich nur, wenn ich den Strom... Wenn ich komplett den Strom abstelle oder nur, wenn ich... Wenn ich beiden Strom abstelle. Oh. Hallo? Oh, fuck, der kommt aber auch überall hin.